zu einem neuen Vlog. Wie ihr seht, Tante Mathildas Kirschkuchen ist jetzt fast fertig. Wir haben nämlich sozusagen alle Jahre wieder, wir haben ein Geburtstagskind und das kriegt jetzt liebevoll den Geburtstagstisch von uns schon gestaltet und den Kuchen ja, dekoriert. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher und ja, wer auch drei Fragezeichen-Fan ist, hat bestimmt schon erkannt oder die Andeutung verstanden, um welches Hörspiel es geht. Ja, und ich melde mich hier mal eben aus der Zukunft sozusagen, nämlich vom Schnitt. Für alle, die die drei Fragezeichen nicht so kennen, es geht natürlich um das Hörspiel Die drei Fragezeichen und der seltsame Wecker. Und Tante Mathilda, wer ist das? Die Tante von Justus Jonas, dem ersten Detektiv. Mit dem Bäcker passiert? Der hat da nicht mehr drauf gepasst. Das hat die Kuchenbäckerin nicht so richtig hinbekommen, leider, im Eifer des Gefechts. Warum sagst du nicht einfach, dass du die Kuchenbäckerin bist? Warum musst du das so sagen, damit es nicht direkt so auffällt? Ja, weil mich das jetzt ärgert, dass das nicht geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber was man ihr schon lassen muss, die Idee ist richtig gut und auch wenn das eigene da jetzt ein bisschen an der Seite ist, dafür, dass man das ja alles schnell machen muss, weil man sieht ja hier wäre noch eindeutig Platz gewesen, das weiter nach oben zu machen. Dasselbe wäre hier ist ganz gut. Aber wie gesagt, muss man auf Geschwindigkeit machen, weil die Schokolade ist ja das quasi genau. Der Klebstoff gewesen und das ist, trocknet ja nach einer Zeit. Genau, jetzt gucken wir mal, ob wir den Geburtstagstisch, den Geschenketisch, den Gabentisch besser schmücken können. Drei Fragezeichen habe ich, glaube ich, ganz gut getroffen. Das Geburtstagsalter, hätte ich fast gesagt. Das Alter von Stefan ist jetzt ja, nicht mehr schön zu reden langsam, würde ich sagen. Die Schnapszahl kommt dann nächstes Jahr und ich hätte auch nett sein können und die Zahlen vertauschen können, aber wollen wir ihn nicht jünger machen, als er ist. Und freuen wir uns auf morgen, wenn er seine Geschenke auspackt und sich hoffentlich freut. Und jetzt geht's los mit dem Vlog. Ja, zu Beginn dieses Videos schmeckt bei dieser Kuchen hier bereits. Ich bin ja immer noch am Schnitt und ich muss mal was dazu sagen. Normalerweise kenne ich ja alle Filmschnipsel und alle Dateien, die wir so gefilmt haben. Diesmal war es ein bisschen anders, weil ich ja nicht mit dabei gewesen bin. Und da waren noch so ein paar Sachen, wo ich echt hier beim Schnitt lachen musste. Und die zeigen wir jetzt mal. Was ist denn mit dem Bäcker passiert? Das hat nicht mehr drauf gepasst. Es ist noch kein Meister hier vom Kuchenhimmel gefallen, aber ich hoffe, Stefan nimmt uns das nicht krumm und selbst wenn, er hat mir auch zum Geburtstag noch nie einen Kuchen gebacken. Ne? Das stimmt. Bist du zu hell? Sollen wir es nochmal machen? Genau, jetzt gucken wir mal, ob wir den Geburtstagstisch, den Geschenketisch, den Gabentisch besser schmücken können. Gut. So. So, das Geburtstagsalter ist auch hier nicht mehr zu verheimlichen, hätte ich fast gesagt. Ich hätte ja auch nett sein können und die Zahlen anders ausrichten können, aber ja,
Wir wissen alle, wie alt er schon ist und... Stopp, das ist blöd. Mach aus. So, einen wunderschönen guten Morgen. Soll überrascht werden heute. 7:10 morgens natürlich. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Fängt ja schon wieder frech an. Ich weiß nicht, was die Zuschauer schon gesehen haben. Die 3 Fragezeichen und der seltsame Bäcker. Das kommt natürlich, falls sich jemand damit auskennt oder nicht damit auskennt, von die 3 Fragezeichen und der seltsame Wecker. Da ist wohl ein Buchstabe falsch gelaufen. So. Doch so viele, aber wollte ich ja keine Geschenke haben. Wo soll ich mit anfangen? Oha, alles im Stil der 3 Fragezeichen. Das ist natürlich cool. Socken von der Karpatenhund, meiner Lieblingsfolge. Was haben wir hier noch? Singende Schlange, auch sehr gut. Und einmal der Plan, also 3 Fragezeichen allgemein. Sehr schön. Das finde ich schon mal gut. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und auch hier alles in 3 Fragezeichen Papier, sehe ich jetzt erst. Dazu, das Spiel hat er sogar fast gekauft. Ach so, oh ja. Das hat er fast gekauft, da habe ich ihm gesagt, gab schlechte Kritiken, und er hat das nicht gemacht. Das habe ich letzte Woche in der Hand gehabt und wollte es eigentlich holen. Ja, hat er recht. Und da hat er mich angelogen hier. Ja, du musst dich ja retten. Ja. Ja, da bin ich sehr gespannt. Was ist das denn? Ach, ein Beutel zum Spiel. Ach so. Okay. Gab es dabei? Ja, weil das ja so eine Special Edition ist. Ah, okay. Okay, okay, okay. Oh, ihr kippt schon die 4 um. Das ist sowieso eigentlich, würde ich sagen, ist verkehrt rum aufgestellt. So, ist besser. Kaffeebecher, oha. Simone, hast du was ausgesucht? Ich wundere mich, dass du noch Becher kaufst, denn wir haben ja angeblich viel zu viele Becher. Vielen Dank. Oh, ist das ein Türschild? Ja. Sehr cool. Achso, genau. Ja, dann sage ich mal vielen Dank. Habt ihr gute Ideen gehabt? Ja, danke schön. Jetzt Kuchen essen oder was? Ja, die Dame hinter der Kamera, die nickt und macht nur so oder so. Ja, wir essen jetzt schnell Kuchen und dann muss John zur Schule, oder nicht? Ja. Und ich muss heute um 14 Uhr erst zur Arbeit, bin trotzdem schon so früh aufgestanden. Dann machen wir das jetzt. Was natürlich noch nicht erwähnt wurde hier für Stefan, was kann das denn für ein Kuchen sein? Gibt doch nur einen Kuchen, den man hier machen kann zu dem Motto, zu dem Thema, Stefan. Was glaubst du? Hä? Ach so. Ja, Moment, wir können mal ein bisschen drehen. Wahrscheinlich ist es Tante Mathildas Kirschkuchen. Richtig, der ist es. So. Einmal. Ja, und Stefan hat mir hier erlaubt, weil er es gerade irgendwie nicht konnte. Von seiner Special Edition sind hier noch so extra Sachen drin, die mal für ihn zu öffnen. Haben wir hier erstmal 3 Sticker. Verschiedene Karten.
heute mal eine Karte. Warte. Aber eine Karte zu machen. Oh ne, Booster. Also ich bin ja neben drei Fragezeichen Fan, auch ein großer Fan von Herr der Ringe und finde die Filme einfach super. Und ich bin mal gespannt, wie dieses Spiel hier ist. Es gab ja schon mal ein Spiel von Herr der Ringe. Das ist nicht von Herr der Ringe. Das, ja, aber ist ja aus der Welt, ne? Ja, so ähnlich. Ja, genau. Das ist ja auch wie Skyrim, kennen wahrscheinlich viele. Ja, was ich jetzt sagen wollte gerade, ich gab schon mal ein Spiel davon, das fand ich also nicht so doll von Herr der Ringe. Ja. Ah, dabei ist es, das ist doch dieses, wo auch Gollum war, da, was du meintest, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr. Da, das, was er meinte, da musste man nur so gegen irgendwelche Viecher kämpfen. Das war wirklich ja, gut. Ja. Aber es gab noch eins davon, das war eigentlich recht gut. So, jetzt kommen wir zu meinem Kirschkuchen. Mal sehen. Also wenn ich jetzt hier Amerikaner wäre und ich hier so ein Stück kriege, wo drauf steht, dass ich sterben soll, das geht ja gar nichts. Was ich ja nicht verstehe, ich bin heute das Geburtstagskind, wenn ich mir mal mein Stück Kuchen angucke. Sonst ist es doppelt so groß. Das wollte ich auch meinen. So. Simone, will noch was sagen? Nein, ich wollte nichts sagen. Ich wollte dir jetzt nur nicht so viel Randstück geben als Geburtstagskind, weil es in der Mitte wahrscheinlich ein bisschen saftiger sich ist. Gibt's dir auch so, sich gibt dir auch ein fettes Stück. Immer erstmal an sich denken, genau. So, es kamen noch ein paar Pakete an, wie ich gesehen habe. Schon mal vielen Dank dafür. Ja, wir haben eins von wem ist das? Das ist von, was habe ich eben gehört? André aus Rendsburg. Und während ich mich hier abquäle mit dem Aufmachen, kann John ja mal erzählen, welche Fächer er heute in der Schule hat, was ihn so erwartet. Also eigentlich, wir haben jetzt das Profil, da konnte ich uns Kurse auswählen. Da habe ich Kunst und danach habe ich 2 Stunden Mathe und danach 2 Stunden Musik. Aber damals, also letztes Halbjahr, hatte ich 2 Stunden Kunst an dem heutigen Tag. Dann, also wie schon da, dann 2 Stunden Mathe und dann wieder 2 Stunden Kunst, halt nur nicht als Profilfach und das ist... Was soll das sein? Du bist doch immer so ein Konfetti-Freund an deinem Geburtstag. Ich habe kurz gedacht, das fehlt doch noch. Das ist natürlich eine Überraschung. Für mich eine schöne Überraschung, für Simone eine böse Überraschung. Du musst aber gleich noch zur Schule, ne? Das macht nichts. Und ich gehe gleich zur Arbeit. Also du hast hier Zeit, die Wohnung zu bereinigen. Ich mach das nicht. Nee, ich meine, dass ich jetzt nichts in die Klamotten kriege oder so. Ich hätte Zeit, aber als Geburtstagskind... Ich hatte auch nichts dagegen, dass Simone das macht. Das ist ja Wahnsinn. Nein, bitte nicht auf die Hand. Bitte nicht. Was? Bitte nicht. Ja, das ist noch eine Überraschung. Jetzt haben wir noch was aufbewahren für Johns Geburtstag am 18. April. So, dann war hier ein Paket. Kannst du mal weitererzählen? Muss wieder was aufmachen. Ja, ich finde... Oh, also ohne Absender ist das hier. Ist gerade ein bisschen doof, weil ich ja noch gleich zur Schule muss. Ja, jetzt gleich muss ich los. Ein bisschen abschütteln, dann geht das doch. Bei solchen Anlässen kann ich nicht zu Hause bleiben. Ach, Leute. So, ich bitte das mal zu entschuldigen, die Verzögerung. Was haben wir hier Feines? Schulkreide, das ist so Lakritze. Oh, endlich mal auch was Sachen für mich. Knoppers. Ja, jetzt denken die auch in der Schule, dass ich Schuppen habe oder so. Ja, genau. Nee, das ist. Nee, ich möchte gleich nochmal duschen. Oh, Fotos. Ach, das ist ja geil. Alles aus verschiedenen Vlogs. Das war hier unsere Kalt-Duschen-Challenge. Junge, was sind das? Das sind ja die besten Bilder. Jetzt habe ich hier noch ein großes Paket. Da habe ich gehört, das ist von Helmut, der uns ja schon oft was geschickt hat. Und da ist was für John drin. Zu seinem Geburtstag. Hier sind aber Fragen, die wir beantworten sollen. Dann lies die Fragen vor. Warte.
Nee, ich muss hier nämlich aufpassen, dass ich nicht verarscht werde. So, sieh es vor. Wenn man keinen Absender schickt. Okay, warum ist dein Kopf immer so angerötet? So, der ist nicht angerötet. So ist es natürlich nicht, ne? Es liegt daran... Aber oft ist es so. Sag mal her. Das liegt normalerweise ja nicht so aus. Das liegt am Color Grading. Wir nutzen für unser Video ein ganz normales Color Grading. Und da habe ich auch keine Lust und keine Zeit, da jetzt extra, wenn mal irgendwie in der Haut ein bisschen zu rot aussieht, das dann da wieder abzumildern. Jeder weiß, dass es ja nicht so ist. Ja, weil sein Hautton ist ein bisschen brüller. So, dann haben wir noch die Frage, warum benutzt ihr nicht mehr die Musik aus Block 44? Was ist Block 44? Block 44, weiß ich gerade nicht. Ja, das ist die alte Titelmusik. Ja, nochmal ich zwischendurch hier vom Schnitt. Es ist ein kleiner Fehler passiert. Irgendwie hat Simone auf den falschen Knopf gedrückt beim Film und so war die Aufnahme abgebrochen. Die Musik, die hier gemeint war von Vlog 44, ich gehe davon aus, das war unsere alte Titelmelodie, die wir immer hatten. Diese hier. Die haben wir ja von der YouTube-Bibliothek genommen und jetzt haben wir inzwischen eine eigene, also eine Melodie, die es nur bei uns gibt und das finde ich eigentlich viel, viel schöner und bin echt froh, dass ein guter Freund, der mir übrigens auch gerade zum Geburtstag nachträglich gratuliert hat, für uns gemacht hat. Und leider haben wir auch nicht gefilmt, wie wir das Paket von Helmut ausgepackt haben, durch den Fehler, aber es war ein T-Shirt drin. Für mich freue ich mich sehr. Eine sehr gute Idee. Dankeschön auf jeden Fall. Und jetzt geht's weiter. Ja, und im Paket von Helmut waren eben auch noch sogar noch Osterüberraschungen drin. Was Süßes und was zu trinken. Vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich auch noch ein Geschenk für John, der ja auch irgendwann demnächst Geburtstag hat. So, wenn ich jetzt schon mal so früh aufgestanden bin, dann gehe ich doch mal mit John seinen Schulweg ein bisschen mit. Ja. Und genieße mal die schöne Morgenstimmung, die du ja jeden Tag hast. Ja, aber inzwischen fällt mir gerade auf, ist gerade ein bisschen anders, weil es jetzt gerade richtig kalt ist. Sonst war es eigentlich morgens immer so in Frühlingsatmosphäre. Ja, das ist der Nachteil natürlich, wenn die Nachtstern klar ist, keine Wolken sind, ist es ein bisschen kälter. Dafür haben wir heute wieder einen richtig schönen Tag vor uns. Naja, ich muss arbeiten ab 14 Uhr. Habe ich den Morgen wenigstens noch. Und wenn schon von der Schule kommt, dann gehe ich zur Arbeit los. Ja, ich muss nämlich um 13 Uhr habe ich immer Schluss. Das ist eigentlich ganz gut. Ich hatte sonst immer bis 3 Uhr Schule. Keine Hausaufgaben. Und jetzt habe ich bis 13 Uhr Schule und kaum Hausaufgaben. So, was sind heute die Favoriten in der Schule, fachmäßig? Also am wichtigsten heute ist Mathe. Aber am meisten freue ich mich tatsächlich eigentlich auf Profil Kunst, weil ich da mit einem Freund von mir, also da sind verschiedene Klassen, also aber aus dem 8. Jahrgang, also Parallelklassen, und da ist ein Freund von mir hingewechselt und der ist da heute das erste Mal auch. Okay, ja, klingt ja schon mal nicht schlecht. Wenn du gleich bei der Schule bist, geh ich erstmal in der Weser ein bisschen lang noch die Morgenstimmung genießen. Und meinen Geburtstag natürlich. Den wir natürlich dann noch ein bisschen feiern werden. Am Samstag ist es geplant. Zu Hause ist die Frau schon wieder fleißig, sehr gut. Und ich habe deinen Brief, André, zu spät gelesen. Hier steht nämlich noch drauf: Lieber Stefan, wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag. Ich habe mir überlegt, lieber Stefan, da du jedes Jahr dir Konfetti auf deinen Kopf tust, als Gag einfach noch mehr Konfetti zu schenken. Und dir, liebe Simone, möchte ich die Mühe ersparen, den Kram aufzusaugen. Darf Stefan machen, da er heute Geburtstag hat. Ja, leider zu spät. Simone, warum liest du mir das jetzt erst vor? Ich habe den Brief gerade eben erst du entdeckt. Du Schuft. Ja, diesmal ist es auf Johns Kopf gelandet, nicht auf meinem. Bisschen Abwechslung. So, Simone ist fleißig. So,
So, normal würde ich jetzt noch schlafen. Wir haben es jetzt, sagen wir denn, so viel Sonne scheint. 8:30, wo ist die Kirchturmuhr? 8:30, genau. 8:30. Normal würde ich jetzt noch schlafen, aber da ich so früh aufgestanden bin, bringe ich mal Simone auch noch mal zur Arbeit. Und wir fragen mal, worauf sie sich heute am meisten freut, auf welche Tätigkeit. Bei der Arbeit freue ich mich im Moment auf gar nichts. Da ist ein bisschen Kuddelmuddel. Aber wenn ich nach Hause komme, freue ich mich vielleicht, das restliche Konfetti noch wegzumachen aus dem Wohnzimmer. Ja, das ist eine schöne Aufgabe. Und vielleicht darf ich ja noch ein Stück Geburtstagskuchen essen. Original hatte Mathilde das Kirschkuchen. Der war echt lecker, ja. Ja, bei mir war ja Arbeit. Ich kann mich heute wieder um unsere neue Biersorte Beck's Unfiltered kümmern. Die ich ja sehr gerne mag. Ja. Aber bis dahin noch ein bisschen Zeit. Mein Spiel ist schon am Installieren, das Herr der Ringe-Spiel. Na, mal gucken. Wetter auch wieder einwandfrei. Richtig schöner, naja, Wintertag oder Frühlingstag, kann man sagen. Ja, das war's erstmal. Soweit. So, jetzt haben wir hier mal mein neues Spiel eingelegt und man probiert es gerade mal aus. Da sind so einige Gegner, die man hier besiegen muss in so einem Lager. Und Johnny macht das ganz gut eigentlich. Oh nee, was ist da passiert? Ja, Alarm wurde geläutet. Den ich angegriffen habe, der war wohl derjenige, der hier, keine Ahnung, der ganze Gruppe zusammentrommeln kann. Naja, ich muss sagen, ich habe ja einen der Vorgänger gespielt und hier ist deutlich Unterschied entstanden. Zum Beispiel von der Perspektive, die man spielt, obwohl die konnte man, glaube ich, wechseln, aber hier habe ich noch nicht wirklich gesehen, dass man hier irgendwie eine Quest gerade hat. Aber ich glaube, Stefan kann da genaueres zu sagen, da ich es gerade eigentlich nur so mal ausprobiere hier. Ich kann noch nicht viel dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass mir das Spiel bisher sehr gut gefällt. Diese Szenerie von Herr der Ringe finde ich gut. Für mich ist auch wichtig, dass ein Spiel eine gute Grafik hat. Das hat es hier. Open World ist. Also ich bin mit dem Spiel rundum zufrieden. Wenn es so bleibt, dann ist alles schon gut. Und ich habe ja auch schon einige Gegner vor John hier besiegt. Auch so ein bisschen Blut gehört für mich auch mit dazu zu so einem Spiel. Also ich bin zufrieden und Simone steht ja auch im Hintergrund. Also ich habe gerade im Nebenzimmer mitgehört und ich freue mich natürlich, dass Stefan das Spiel so gut gefällt. Für mich war es sehr schwer, was auszusuchen, weil ich mich damit gar nicht auskenne und gar nicht weiß, welche Spiele Spaß machen oder was nun toll ist. Und naja. Aber wenn es dir gefällt, umso besser. Ne? Ja, also bisher war es ein Volltreffer. Oh, und bei Johnny war es auch ein Volltreffer, aber leider von den Gegnern. Ja, wir haben hier ein Paket stehen. Wir wissen noch nicht von wem, aber danke schon mal im Voraus. Und ja, Simone ist schon am Öffnen und mal gucken, was drin ist. Ist auf jeden Fall sehr leicht gewesen, als ich es abgeholt habe. Das weiß ich auch gerade nicht, was das ist. Ja, gucken wir mal, warte. Mal auf. Magic Eagle. Muss man das hier auch nochmal auf? Ach, da, open. Muss man die Dinger hier mal so. Oh. Ist ein bisschen fester drin als sonst, ne? Ah, ja. Hab ich schon. Riecht man sich an den Fingernägel. Irgendwas Technisches? Ein Headset. Ach. Hm. Und? Ja? Was ist das? Und eine Tastatur. Aber kein Absender. Da war jetzt aber kein Absender, keine Karte. Sieht aber gut aus und fühlt sich auch gut an. Also, ja, sagen wir mal Danke dem. Es tut uns wirklich leid, dass wir deinen Namen nicht wissen, aber hier vielen Dank dafür. Es stand nichts dabei, von wem das ist. Das sieht aber gut aus, ne? Weder auf dem Paket noch irgendwie, dass hier was drin liegt. Drück mal, das fühlt sich echt leicht an. Ja, gut, ne? Dankeschön, sage ich mal. Ja, vielen Dank.
Also ich bin auch bestimmt gerade verwirrt, muss ich mal sagen. Zumindest weiß ich jetzt nicht, wer uns das zugeschickt hat, ob es überhaupt an die richtige Adresse gegangen ist, aber unser Name steht ja drauf, Stefan und John. Ja. Vielen Dank. Ja, ich habe das Ganze jetzt bei mir angeschlossen, weil Stefan keine Spiele auf dem PC hat und ich spiele ganz gerne mal World of Warcraft am Computer. Und ich finde, sieht echt hübsch aus, weil das Ganze auch leuchtet. Also mit der Tastatur, das was leuchtet, kenne ich ja schon, aber dass eine Maus leuchtet und auch das Headset, ich finde, das sieht echt cool aus, auch weil es alles vom selben Set ist. Und stell mal, ich mach mal auf groß, so, weil die kann man auch verstellen. Kann ich dann in dem Moment jetzt auch mal für meinen Kopf einstellen. Und so ist das Ganze doch echt gut. Und ja, vielen, vielen lieben Dank nochmal von uns beiden. Und ja, ich kann es kaum erwarten, mal mit diesem neuen Setup dann World of Warcraft zu spielen. Jetzt sind wir auch schon auf dem Weg zum Paulaners, wo wir Stefans Geburtstag feiern werden. Feiern ist natürlich ein bisschen zu viel gesagt, denn wir gehen einfach nur mit der Familie ganz gemütlich essen, was wir immer machen, wenn jemand Geburtstag hat. Aber gut, bei meinem Papa war es jetzt zum ersten Mal wieder im letzten Jahr, dass wir essen gehen konnten. Davor ging es längere Zeit ja bekanntlicherweise nicht wegen Corona. Ja. Ja, und wir sind froh, dass das jetzt wieder alles geht. Und ja, hast recht mit Feiern, sagen wir. Wir gehen zum Paulaners, zum Anlass von Stefans Geburtstag. Das klingt schon so. Ja, so können wir das stehen lassen. Ja, und wir haben gerade schon eine schöne Abendstimmung und freuen uns jetzt auf einen, ja, hoffentlich gemütlichen Abend. Ja, genau. Schon hier unseren Platz angekommen, haben schon unser Getränk. Hier haben wir Simones Mama und Johns Oma, haben wir schon öfters mal gezeigt. Da hinten sitzen dann meine Eltern, was ja auch Johns Oma und Opa sind. Das haben wir auch schon mal gezeigt. Hier haben wir den John. So, wenn wir nachher die Kamera noch mal drehen, dann zeigen wir noch mal die Simone. Ich bin auch dabei. Ja, so. Und jetzt machen wir erstmal schön Prost und dann geht das hier gemütlich weiter. So, Prost, Prost. Prost, auf dein Wohl. Danke. Dankeschön. So, also Essen ist bestellt und angekommen und für Stefan gab es auch noch ganz tolle Geschenke für die USA-Reise. Ich dachte erst ein bisschen Tipp, aber hat sich gelohnt, würde ich sagen. Und es ist ungewohnt, mal wieder Dollarscheine in der Hand zu halten. Ach so, ja. Wer es noch nicht weiß, die Jungs fahren ja im Sommer 3 Wochen in die USA und da werden sie das bestimmt auf den Kopf hauen, das Geld. Ja, schöne Idee und jetzt essen wir erstmal alle. Ich meinte gerade, Simon sollte mal erklären, warum wir die Dollar bekommen haben. Meine Eltern sind früher auch sehr oft in den USA gewesen und jetzt machen sie es nicht mehr und haben aber noch eine Menge Restgeld gehabt und deshalb haben wir es jetzt bekommen. Also haben wir schon mal unser erstes Geld. Johnny, da ist er. Wenn wir in den USA ankommen, müssen wir schon mal kein Geld mehr holen. Das ist schon mal sehr beruhigend zu wissen. Ja, und ich würde sagen, das war's. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es liken und abonnieren. Ja, und dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.